Ich bin Marc Walzburgi, auch Walzi genannt. Ich bin 37. Ich mache Kampfsport Buhurt. Buhurt ist eine mittelalterliche Sportart. Es ist eben Kampfsport, wo man eine Ritterrüstung anhat, die historisch nachgebaut ist. 5 gegen 5 wird gekämpft in der Arena. Und das Ziel ist, den Gegner so schnell wie möglich zu Fall zu bringen, dass er am Boden ist und so der Kampf gewonnen werden kann. Also zum komplett Anlegen hat mich etwa, so, etwa 30 bis 40 Minuten, je nachdem. Von Fuß bis Kopf ist die Rüstung unterschiedlich schwer. Also in Regel sind es zwischen 30 und 40 Kilo. Bestehend aus Sabatons, die bei den Schuhen sind, Schienbein, Knie, Oberschenkel geschützt ist, Brust, Rücken, Helm. Das hat alles sein Gewicht mit der Zeit. Und vor allem im Sommer, wenn es heiß ist, haben wir in Regel die Rüstung innen rund etwa 70 Grad. Viele Leute denken, ja, das ist nur eine Show, die wir hier machen. Wir kämpfen hier mit Schaumstoffwaffen. Das ist alles geplant und koordiniert. Aber nein, es ist alles real life. Es ist nicht planbar, eigentlich so in einem Kampf, während einem Turnier. Wir sind eigentlich gut gerüstet, fast gut geschützt. Wir sind echt von den Schlägen fast nichts. Man kürzen halt. Es sieht schlimmer aus, es tönt schlimmer, als es eigentlich ist. Oh, nice! Das ist das Training, so dass wir eigentlich auch das Ziel haben, in 2 Jahren an der Weltmeisterschaft zu gehen. Und dort hoffentlich vielleicht ein Podest zu schnuppern. Oder zumindest über die Mühle zu schauen, wo das Podest steht. Ja, dann gehen wir mal.